Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge bzw. ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar habe ich heute mal ein anderes Spiel rausgesucht. Und zwar fahren wir heute oder spielen wir heute Transportlogistics. Ein Spiel von Steam und kostet 19,99 €. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich habe mich jetzt schon mal so ein bisschen durchgeklickt hier. Ihr seht's, im Moment haben wir leider noch nicht so viel Geld, 12.000, was Credits oder wie auch immer man das nennen mag, ich nenne es mal Euro. Ja, ihr seht das Kennzeichen, TR, könnt ihr euch selber zusammenmalen, wo das Ganze spielt. Können uns als erstes hier mal so einen Pritschenwagen leisten. Würde sagen, wir kaufen das Ganze einfach mal. 12.000 kostet das, 11.900. Beziehungsweise 11.900 kostet der Wagen. 12.000 kostet der, haben wir zur Verfügung. Das heißt, wir können ihn kaufen. Das haben wir ja jetzt getan. Dann können wir den noch ein bisschen anpassen. Schauen wir mal, was uns das bringt. Scheinwerfer ändern. Xenon. Ja. Das machen wir. Anwenden. Dann gehen wir mal Farbe anpassen, wobei weiß sind die eigentlich immer. Können ihn jetzt so ein bisschen ins Dunkle reinmachen. Ich finde den aber weiß eigentlich, sind Lieferwagen ja, oder Pritschenwagen. Deshalb lassen wir das einfach mal so. Dann gehen wir mal weiter auf den Innenraum. Machen wir mal zufällige Farbe, nee. Das passt eigentlich schon, so würde ich sagen. Ja, das lassen wir so. Warum sollen wir da groß was ändern? So, dann haben wir hier ja Farbe. Das, wie gesagt, das lassen wir ja auf weiß. Gibt es hier zu machen? Nichts. Dann gehen wir auf zurück. Und ich würde sagen, wir fahren da mal eine Runde. Das mit der Tastatur fahren, können das aber auch genauso gut mit der Controller Motor starten. Macht man Motor starten, macht man, ihr habt es gesehen, mit den Tasten E oder mit dem Controller auf der Taste A, und fahren tut man mit der L1 bzw. R2. Da muss ich nur noch wissen, wie man hier den Blinker absetzt. Das wäre natürlich. Ah ja, ist der Rückwärtsgang. Okay. Ja, fahren wir einfach eine Runde. Übrigens, man muss sagen, das Spiel befindet sich leider noch oder ist derzeit noch im Early Access. Das heißt, es könnte sein, dass hier und da noch nicht alle Funktionen verfügbar sind. Was mir aber gerade auffällt, dass das hier ziemlich laut ist. Wenn wir mal ganz kurz hier das Ganze ein bisschen leiser machen. So, 50. Übrigens, das Spiel nennt sich Truck and Logistics Simulator. So. Wir haben übrigens rot. So. Mal schauen, ob wir irgendwo eine Spedition finden, wo wir unseren Test. Genau, upsa. Die Steuerung ist noch gewöhnungsbedürftig, wie ihr seht. Also ich wollte sagen, ob wir hier mal irgendwo eine Spedition finden, wo wir unseren ersten Auftrag erhalten können, damit wir ein bisschen Geld verdienen, weil das haben wir jetzt nicht mehr so viel. Kreisverkehr. Willst du da? Genau, du willst da fahren, alles klar. Ja, ich glaube, ich spinne. Habt ihr das gesehen? Die fahren ja auch, wie sie wollen. Also hier fahren LKWs. Das ist schon mal sehr viel wert. Gibt es hier eine Spedition? Nee. Hier ist so ein Parkplatz, da wollen wir nicht hin. Wir wollen eine Spedition haben. Eine Firma. Für
laden können. Da geht es nicht lang. Ich glaube, jetzt war rot, aber fahren wir mal. Hupen kann er übrigens auch auf der Taste X am Controller. Scheibenwischer gehen mit der Taste Y an und auch wieder aus. Und den Blinker habe ich noch nicht gefunden. Aber auch den werden wir schon noch finden. So, hier sind Container. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Vielleicht können wir hier... Da ist, fahren wir da einfach mal rein und gucken, was passiert. Ah, den können wir laden. Das ist doch sehr schön. Frachtgewicht 2750 Kilogramm. Belohnung 3720. Distanz 3852 Meter. Achso, 965,8 Kilometer. Das ist schon ziemlich weit. Belohnung, ja, hier ist die Belohnung höher. Die Belohnung wäre natürlich umso höher, umso mehr ich fahre. Ich würde sagen, nehmen wir mal den. Ja, okay. Achso, der lädt. Ach, jetzt bin ich selber der Staplerfahrer. Das ist ja mal mega geil. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo unsere Ware überhaupt steht. Erstmal müssen wir hier den... Motor starten, das funktioniert sowieso nicht. So, jetzt müssen wir mal unsere Ware finden, die wir überhaupt zu verladen haben. Oder habe ich die schon auf der Gabel? Nee. Ach, oder ist der Stapler selber zu verladen? Ach, da wurde. Ja, der Stapler selber muss da drauf. Auf den Anhänger. Der Stapler selber ist die Ware. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal da drauf fahren, ohne einen Unfall zu bauen. Hubachse. Ah, okay, weil wenn wir nämlich die Hubachse zu tief haben, dann bleiben wir da hängen. Machen wir mal langsam da drauf. Ja komm, was sind jetzt? Gib Gas da. Ah, das muss ich an den Anhänger anhängen. Genau. Ohne hier was kaputt zu fahren. Natürlich ist wieder so eine Sache hier, da steht genau irgendwie beschissener Anhänger. So, denken wir mal ein bisschen nach da. Da halbwegs gescheit drankommen. Vorwärts. Noch ein Stück, noch ein Stück. Nein, bleib doch da, Mensch. So. Anhänger ankuppeln ist Taste T. So, das haben wir. Dann müssen wir jetzt nur noch den Weg entlangfahren, der uns da angezeigt wird. Und zwar, hier links rum. Wie gesagt, ich habe den Blinker leider noch nicht gefunden, wo das den, wo der betätigt wird. Mein Gott, die Steuerung ist aber auch noch so ein Fall für sich. Muss ich euch echt mal sagen. So, wir müssen links auf jeden Fall. Oh, wir haben rot, um Gottes Willen. Wir haben rot. Dann wollen wir das natürlich beachten. So. Gehen wir hier fahren. Wieder rot. Müssen wir wieder links. Oder was ist jetzt? Nee. Wie gesagt, das Spiel hat doch so seine Macken. Es ist wie gesagt im Early Access. Und deswegen kann das schon sein, dass da so ein bisschen, ja. So, jetzt wird es gleich langsam dunkel. Jetzt möchte ich nur mal wissen, wo geht hier das Licht an? Das ist auch noch, ich habe den Blinker gefunden. Einfach Steuerkreuz nach links. Das ist clever jetzt. Gut. Haben wir das auch. Müssen wir mal gucken, wie Licht angeht. Und Licht ist dann, linkes Steuerkreuz nach oben drücken. Gut, haben wir das auch gefunden. Sehr schön. Passt es. Oh, ich glaube, ich bin wohl ein bisschen falsch. Sorry. Falsche Auffahrt. Ja, scheiße. Komme ich jetzt hier wieder weg? Verdammte Scheiße. Ich soll da oben mal drehen. Ich komme hier sonst nicht runter.
Dann machen wir das einfach. Einfach hier drauf. Komm, soll der Geiz. Ist jetzt zwar nicht ganz hasenrein, aber naja. Ihr habt nichts gesehen, okay? So, hier runter. Und dann da wahrscheinlich durch den Tunnel. So, wie viel Sprit haben wir denn noch? Halb voll, das reicht noch. So, lässt sich tanken brauchen, weil das würde wieder zusätzliche Kosten verursachen. Wir wollen ja erstmal was verdienen. So, halb voll ist der Tank noch, dann sollte das eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. Gottes Willen. Also wir dürfen hier nicht zu schnell in die Kurve fahren, sonst kippt uns der ganze Kladderadatsch um. So, müssen wir weiter geradeaus? Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie weit das überhaupt noch ist bis zu unserem Ziel. Es ist ja auf jeden Fall schon... Wird ja langsam Abend hier. Schade, dass die Zeit nicht angezeigt wird. Das wäre jetzt noch ein tolles Feature, wenn uns wenigstens die Uhrzeit angezeigt werden würde. Wie spät wir es denn doch haben jetzt schon. Aber das ist jetzt leider irgendwie noch nicht sichtbar. Der Mond ist auf jeden Fall da, in seiner vollen Pracht. Vollmond. Ob das die Sache jetzt besser macht, weiß ich nicht. Langsamer werden in den Kurven, gerade mit dem Anhänger hinten dran. Stapler hat dann doch schon ein bisschen Gewicht. Jetzt wird es aber ziemlich dunkel hier. So, weiß gar nicht, eine Autobahn ist das nicht, das ist eher so eine Bundesstraße, wo wir jetzt fahren. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, in welchem Land das Ganze überhaupt spielt. Kann ich euch leider noch gar nicht sagen. Ist auf jeden Fall sehr bergig hier, wie ihr seht. So, weiter geradeaus wie gehabt. Sehr kurvig hier, Gottes Willen. Da muss man echt vorsichtig sein, dass man nicht mit seinem Anhänger hier umkippt. Weil wenn die Ware beschädigt wird, schmälert das natürlich den Gewinn. Ist ja logisch. Wer will schon beschädigten Gabelstapler haben? Oder überhaupt beschädigte Ware? Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dann im Gewinn sich äußert oder sich auswirkt, dass der weniger wird. Das ist logisch. So, hier scheint aber dann schon eine nächstgrößere Stadt zu sein, wo wir jetzt ankommen. Wieder geht es durch einen Tunnel. Da kann ich mir schon fast nicht vorstellen hier auf. Oh, wir müssen hier runter. Langsam zusehen, dass wir hier rückwärts fahren. Das reicht, sonst kippt man gleich um hier. Mal ein bisschen da die Pfosten mitnehmen. Das geht nicht anders. So. Jetzt müssen wir links fahren. Fahren wir mal links.
Dann sollen wir rechts fahren. Das tun wir. Ohne in den Gegenverkehr zu fahren. So, weiter geradeaus. Fast Food Donuts. Ja, Donuts sind sehr lecker. Kann ich nur bestätigen. So, jetzt geht's links rum. Beziehungsweise hier um die Kurve. Jetzt geht's ja nur links. Ah, wahrscheinlich muss ich hier zu der Baufirma. Die Kräne hier stehen. Haben die überhaupt los? Ich komme zu später Stunde an. Scheint aber sehr offen zu sein. So, jetzt muss man nur noch den Abladepunkt finden. Ah, hier weiter. Hier bin ich doch verkehrt. Anhänger abkuppeln. Hier bin ich doch falsch, oder wie sehe ich das? Müssen wir noch ein Stück weiter, oder wie ist das? Mitten zum Containerdienst. Ja, sicher, hier bin ich doch falsch. Oder? Nee. Bitte doch richtig. Das ist ja die Straße, wo ich jetzt wieder drauf fahren würde. Machen wir mal ein Stück weiter. Jetzt da auch noch eine Fahrt. Nicht, dass ich jetzt hier falsch bin. Weil hier geht noch so ein Abknick. Da ist die Einfahrt wahrscheinlich. Parke das Fahrzeug im Parkplatz. Ja, ist ja hier, das, wo der Pfeil hin zeigt. Ja, machen wir die Schranke hoch, Kollege. Danke. Siehst du, ich war falsch. Das war das Problem. So, wo ist jetzt hier der Parkplatz? Hier wahrscheinlich. Anhänger Abkupplung. Abkupplung T. Oder bleib ich den jetzt falsch? Ach scheiße. Ich muss den Anhänger nochmal abholen. Bin falsch, ich hätte ihn da abstellen müssen. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Steht ja. Bitte nochmal ranwagen. Oh, verdammt. Die Rangiererei, bleib stehen. Rangiererei hier wieder los. Egal. Kann sich auch mal vertun, wenn man das nicht weiß. Was ist denn jetzt hier der Anhänger? Komm mal ein Stück. So, komm mal mit. Fahren wir hier mal ein bisschen über den Rasen. Ich hoffe, der Firmenchef hat nichts dagegen. Sag bloß, ich muss doch rückwärts rein. Das schaffe ich doch nie im Leben, ey. Fahren wir mal vorwärts und gucken, was dann passiert. Ne, ich muss rückwärts. Ah, ich krieg zu viel, das wird ja lustig, ey. Das wird lustig. Erstmal gerade ziehen, das hat sowieso keinen Sinn. Das wird jetzt witzig. Wusste, dass das nicht hinhaut. Ha, Leute! Da mach was anders. Da mach was ganz anders. Ich versuch mal was. So, jetzt sind wir einigermaßen gerade. Andersrum, andersrum, andersrum. Mal schön
gegenlenken. Genau, entgegengesetzt lenken, dann passt das auch. Andersrum. Ja, ganz so dumm bin ich doch nicht. Steht er da? Jawohl! Transport abgeschlossen. Grundeinkommen 7,2 Kilometer pro 2,7 Tonnen, 6651 Geld, Erfahrung 479 XP, Ladebonus 343 XP, Parkbonus 100 haben wir bekommen, Frachtbeschädigung 0%. Ja, fortfahren, das wollen wir. Total 7051 verdient, 536 XP. So. Jetzt müssen wir den abkuppeln, oder wie? Ja, kuppeln wir den mal ab. Wir sind ja fertig damit. Machen wir mal da drauf. Können wir uns die nächste Fracht aussuchen. Was nehmen wir denn da? 8118, 965,1 Kilometer. Distanz 8 Kilometer. Ja. Was nehmen wir noch? Immer noch 7000, 6000. Also hier ist das Ziel, hier sind wir. Nehmen wir den mal. Du kannst dein Fahrzeug in deiner Garage anpassen. Ja, okay. So, das ist unser Ziel. Wir starten den Motor. So, angekuppelt sind wir. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein schickes Foto. Wenn ich wüsste, wie ich die... Dann machen wir es so. So, es wird langsam Tag. Das heißt, wir können eigentlich das Licht auch ausmachen, oder? Spart Energie. So, dann würde ich sagen, los geht's. Wieder runter von dem Hof. Nochmal da lang. Der ist auch ein bisschen einfacher zu fahren, der Anhänger. So. Danke auf, Kollege. Danke. So, dann schauen wir mal, ob da was kommt. Da kommt was. Ja, hätte sich auch früher entscheiden können. Dann schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Bremsen könnten auch mal geölt werden. Oh, sieht ja fast aus wie das World Trade Center da vorne. Und auf jeden Fall zwei Zwillingstürme, wie ihr seht. Sehr schön, das ist ja... Sieht wirklich so aus, ne? Also im Wahnsinn. So, hier müssen wir mal eben Vorfahrt achten. Sind wir nämlich gleich noch im Unfall verwickelt. Da scheint alles frei zu sein. Ist auch frei, dann können wir rüber. Bergab zur Abwechslung mal. So. Wie sieht's aus? Sehr gut. Können wir fahren? Vorne auch wieder links, kommen wir schon mal hier rüber.
Blinker setzen. Mal rot oder so? Nee. Ich habe Vorfahrt. Scheiße. Dann fahren wir. Kleiner fährt, dann fahren wir. Oh, da hinten ist Baustelle. Ach, das gehört dazu. Aber erst fahren wir rot. Also ihr könnt gerne weiter Rätsel raten, in welchem Land das Ganze hier stattfindet. Ich habe es leider immer noch nicht. Aber ich denke mal, es ist Amerika. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. So 30, ich dürfen wir hier fahren. Ich weiß gar nicht, ob es hier Blitzradarfallen gibt. Das wäre jetzt natürlich noch das Sahnehäubchen oben drauf. So am Ende noch stehen bleiben müssen, weil wir kontrolliert werden, ein Knöllchen kriegen und solche Sachen. Das wäre jetzt noch der Hammer. Aber warum fährst du nicht? Wollte gerade sagen. Irgendwie bin ich doch falsch. Scheiße. Fahren wir mal ganz schnell hier rum. Bisschen falsch hier. Durch die Laberei habe ich mich total verfahren hier. Na egal. Fahren wir so rum. Oh, ich sollte mal tanken. Ich glaube, mein Tank ist nicht mehr der vollste. Da unten blinkt so komisch. Dann wollen wir mal tanken. Da unten rechts ist das so komisch am Blinken, das Tanksymbol. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass ich doch mal ein bisschen hier investieren sollte. Motor ausschalten. Nachtanken ist Taste T auf die Tastatur. Machen wir das mal. So, voll. Dann können wir den Motor wieder starten. Weiter geht's. Mein Wind, nichts wäre dümmer als der Motor. 1750. 1750 habe ich bezahlt. Ja, 1,750. Ich wollte gerade sagen, teurer Sprit. Geradeaus. 1,75, das geht ja noch. Das ist ja humane Preise. Mehr bezahlen oder viel weniger bezahlen wir hier auch nicht. Für Diesel, wohlgemerkt. Warum fahrt ihr denn nicht? So, rauf auf die Bundesstraße oder Autobahn oder was auch immer, Highway. Ey, Alter, was kommt denn da angepest? Seid ihr denn hier so schnell? Seid ihr irre? Ja auch, ey. Was ist denn hier los, ey? Wie fahren die? Was ich an diesem Spiel schön finde, dass man selber beladen kann. Also das ist wirklich ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, was ich an diesem Spiel schön finde, ist, dass man selber beladen kann. Und nicht irgendwie automatisch alles funktioniert, sondern dass man wirklich hingehen muss und selber die Sachen, die Ware auf das Fahrzeug beladen muss. Das ist wirklich sehr schön. Die Fahrphysik entspricht wirklich den von einem Pritschenwagen. Und wenn man dann später weiterkommt und genug Geld hat und sich einen LKW kaufen kann, da wird das Ganze natürlich nochmal interessanter. Weil so ein LKW, so ein 40 Tonner mit Auflieger, der ist natürlich nochmal eine ganze Ecke anders zu fahren. Vor allem, wenn er beladen ist. Das wird noch interessant. Aber das wird sich leider noch ein bisschen hinziehen, weil, wie gesagt, dafür braucht man natürlich einiges an Geld, um sich so ein 40 Tonner leisten zu können. Aber darauf werde ich hinarbeiten in den nächsten Folgen, die so kommen werden. Ich finde das Spiel sehr interessant. Es ist eine Early Access Version. Gibt es bei Steam im Shop zu kaufen für 19,99 € derzeit. Nennt sich Transport und Truck Logistics, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, ihr seht es ja selber. Man kann allerlei Sachen durch die Gegend transportieren. Stapler, dann hier so eine Maschine auf einen Anhänger montiert. Ich finde das sehr schön. Es soll laut Beschreibung auch eine dynamische Wetterfunktion vorhanden sein. Sprich Schnee, Eis, Regen, Gewitter und so weiter. Die das Fahren natürlich dann auch noch beeinflussen. Und ja, also ihr könnt euch das Spiel selber mal angucken. Ich werde es am Ende noch verlinken, wie ihr das Spiel findet. Und dann könnt ihr euch da selber mal ein Bild von machen. Und ja, gucken wir mal, ob hier alles frei ist. Scheint der Fall zu sein. Fahren wir mal. Erwartet. So, da scheinen wir gleich auch schon da zu sein, wenn ich das richtig sehe auf der Karte. So, hier links. Warten wir noch den Gegenverkehr ab. Dann fahren wir da mal drauf. Mein Gott, hier ohne Ende hier. Jetzt bin ich aber dran. Und halt mal warm. Ja, Neil weiter. So. Wieder so eine Baufirma. Ein bisschen da lang. Oder aus. Genau, wieder auf dem Parkplatz parken. Quer durch den Rasen fahren. Über den Rasen. Ach nicht. Nee, der Spieler hat noch so seine Bugs. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich sehr gut oder sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal wieder das Parken hinkriegen. Aber es sollte mal mittlerweile drin geübt sein. So. Ganz gut. Das war jetzt ein bisschen blöd, also zu weit rüber geschoben. So, anders. Nee, das ist scheiße. Wie muss ich denn so? Andersrum. Ich muss rüberkommen. Das mit dem Parken ist wirklich wie in echt, das ist wirklich nicht einfach. Das sage ich euch gleich mal. Weil in echtem Leben ist das auch nicht so einfach. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Fast. Stücke noch. So, mal gerade ziehen. Sehr schön, hab's gepackt, hat zwar ein bisschen gedauert, aber haben wir hingekriegt. So, 4.192 Dollar haben wir eingenommen. Dann gehen wir mal auf Vorfahren, kuppeln die ganze Geschichte ab. Und ja, jetzt könnten wir uns irgendwo hier einen neuen Auftrag suchen, der da wäre. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schuss heute. Gucken wir uns das hier noch an. Da können wir sogar so eine Baumaschine durch die Gegend fahren. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Nehmen wir den einfach mal. Du kannst dein Fahrzeug nur Station reparieren, es ist aber nicht möglich. Oh, schaut euch das mal an. Jetzt fahren wir hier so ein... Okay, das nehmen wir noch kurz mit. Was wir denn jetzt überhaupt machen hier? Sag bloß, wir müssen mit dem auf dem Anhänger drauf. Wie soll das funktionieren? Der passt doch da gar nicht drauf, ja? Soll ich den aufheben? Wie soll das denn jetzt funktionieren, bitteschön? Wie soll ich den denn da drauf kriegen?
Hubachse, Kippachse. Was zum Geier? Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Ich kann doch nicht den Anhänger. Ist doch nicht euer Ernst, Leute. Ihr passt doch nicht auf den Anhänger drauf. Entschuldigung, bei allem Respekt, ey. Was soll ich denn jetzt hier machen, ja? Laden überspringen. Da bin ich jetzt. Machen wir das mal, weil ich bin gerade ein bisschen überfragt. So, jetzt habe ich das Fahrzeug. Was sollte ich jetzt mit der Maschine machen? Könnt ihr mir. Hä? Was sollte ich denn mit dem Bulldozer machen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ihr? Sorry, aber da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ach. Ja, jetzt weiß ich. Die Steine, die habe ich gar nicht gesehen. Okay, alles klar. Machen wir beim nächsten Mal. Jetzt habe ich es begriffen. Entschuldigung. Okay, wie das ausgeht, die nächste Fracht ausliefern, das sehen wir in einem anderen Video, wenn ich das überhaupt speichern kann hier. Kann man das speichern? Nun ja, wahrscheinlich irgendwie speichern können. Neu starten, zur Garage gehen. Man muss ja irgendwie da Dinge abspeichern können, oder? Controllerbelegung. Irgendwas von Safe? Nö. Auch nicht. Speichern wir jetzt eine geile Sache. So, Neustart. Machen wir das nochmal. Ich möchte das gerne mal machen mit den. Das möchte ich gerne mal machen. Wie das funktioniert. Gar nicht so einfach. Das sage ich euch, ist gar nicht so einfach. Einen habe ich. Einen von 12 oder was? Ist super. Hebt man das Ding? Ah, okay.
Du Scheiße. Gibt's doch gar nicht, ja. Wie schmeißt man den Stein da raus? Man, ist gar nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Na, daneben. Ha! Was ein Scheißdreck, ey. Das ist echt nicht einfach. Jetzt habe ich ein paar da drin. Muss ich die nur noch sicher in den Anhänger reinkriegen. Mach. Nur noch, das bin ich. Alter Schwede, ey. Ah, funktioniert doch. Geht doch. Da kommt die aber auch noch. Komm, du auch. Jawohl. Bin ja noch nicht ganz so dumm. Da wieder runter. So, brauchen wir noch drei Stück. Drei Steinchen noch. Gucken wir mal, ob wir die zusammenkriegen. Ein bisschen Schmackes da reinfahren. Was haben wir denn da? Passt doch. Drei sind es auf jeden Fall. Ein bisschen mehr, aber ist glaube ich auch nicht so schlimm. Raus hier. So, dann schauen wir mal zum Anhänger. Bin ich gerade davor wieder? Gucken wir uns da wieder von vorne an. Einfach ein Stück vor. Andere Seite. So. Zwei. Ein noch. Sehr schön. Das war's mit dem Frontlader. So, unsere Aufgabe besteht natürlich jetzt da drin, das Ganze an seinem Bestimmungsort zu fahren. Müsste ja irgendwo stehen, der Anhänger. Haben wir den denn jetzt hingestellt? Steht er immer noch und wartet? Ach, da vorne, ja. Okay. So.
So, dann fahren wir das noch eben aus. Und dann hoffe ich, dass das Ganze abspeichert. Und schon wieder Tag hier. Letzte Nacht nur durch Steine gefahren. Gebaggert. So. Jetzt hier rechts ab. Ne, links ab. Mein Gott, hier kommst du auch nie rüber, wa? Stark befahren hier. Mal halt warten. Ich möchte auch mal jemanden raus hier. Geht doch. Fast zu weit hier. Wie wär's, wenn du mal schalten würdest? Hallo? Ich hab doch Automatik. Ich hab doch Automatik, wieso? Gear Shift Up, Gear Shift Down, F Control. Ah, okay. Left Control, Left Shift, Gear Shift Up. Eigentlich hatte ich, wieso schaltet der nicht mehr? Geht doch. Aber man muss doch jetzt selber schalten. Ja, auch nicht schlecht. Das war scharf, scheiße. Jetzt haben wir einen Frontschaden. Jetzt haben wir einen kleinen Frontschaden. Das ganze Spiel erinnert mich so ein bisschen an Straßenmeisterei-Simulator. Nur von den Fahrzeugen her auf jeden Fall. Wir hatten da ja auch so solche Sounds. Nur dass bei dem Spiel die Fahrzeuge nicht kaputt gehen. Du kannst da überall gegenfahren und nichts passierte. Das ist hier wiederum anders. Hier gehen die Fahrzeuge sehr wohl kaputt. Und die muss man dann irgendwann auch reparieren lassen, weil sich das natürlich auch auf die Fahreigenschaften auswirkt. So, schaut euch das mal hier an. Ist das nicht geil? Schaut euch das bitte mal an. Einfach nur geil, oder? Mega. Wunderschön. So, warum bin ich denn jetzt falsch? Hä? Was läuft denn jetzt ab? Bin ich zu weit gefahren? Hä? Was geht denn? Bin ich zu weit gefahren, wa? Muss man halt mal drehen. Ach du Scheiß, die Wand an. Was geht denn hier ab? Ei. Wir müssen mal ein bisschen drehen hier. Oder? Müssen wir denn jetzt überhaupt her hier? Blick nicht mehr durch. Hier rum?
sollen hier rumfahren. Und jetzt hier wieder drauf. Ach. Häng an dem scheiß Schild da fest, Mensch. Hat sich eher erledigt. So, sollen wir hier mitten auf der Brücke anhalten oder wie? Darunter. Ich fühle ihn irgendwie verfahren, anscheinend. So, scheinbar auch angekommen zu sein. Ja, ein Steinbruch wird das wahrscheinlich sein oder sowas in der Art. Ach Mensch, jetzt reicht's aber auch langsam. Anhänger abkuppeln. Entlade die Fracht vom Kippanhänger, indem du die... Ah! Aber, soll er wohl da passieren, ne? Und hier, mitten auf dem Weg. Weißt du was? Dann drehen wir einfach. Die ganze Geschichte einfach. Soll das hier passieren? Nee, da. Denn dahin? Bestimmt von der anderen Seite. Ah! Wieder drehen. Sehr schön, Transport abgeschlossen, 3 Sterne.
Müssen wir da die Ampel unfallfrei hier rauskommen. So. Möchte ich gerne mal wissen, wie man wieder. Wie kommt man eigentlich in seine zur Garage gehen? Genau. Da kann man vielleicht auf abspeichern. Fahrzeug anpassen, die braucht man nicht. Wir haben jetzt mittlerweile eingenommen 15.000, das reicht immer noch nicht so ganz. Aber ist auf jeden Fall schon mal wieder einiges an Geld. Kurz wissen, ob man abspeichern muss oder nicht. Aber wahrscheinlich braucht man das gar nicht. Wahrscheinlich braucht man das gar nicht. So, ich würde sagen, wir gehen zurück zum Baustelle. Okay. Zurück zum Menü. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder auf Einzelspielermodus. Ja, der Spielstand bleibt bestehen. Ihr seht's. Dann würde ich sagen, war's das für heute mit diesem Spiel und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Das war die erste Folge von Transport und Truck Logistics. Ein neues Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich finde ein sehr schönes, wenn auch noch ein sehr verbuggtes Spiel. Aber so verbuggt ist es gar nicht, bis auf die paar Einfrierungen würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ansonsten ist das ein sehr schönes Spiel. Man kann sehr viele verschiedene Fahrzeuge fahren. Man kann die Fahrzeuge selber beladen, was mir persönlich sehr gefällt. Tag-Nacht ist dabei. Wetterphänomene kommen mit Sicherheit auch noch. Wir können auch noch in Zukunft andere Fahrzeuge fahren, wenn wir das nötige Klängel dafür haben. Bis dahin sage ich, bis zur nächsten Folge. Euer Dedenny spielt das. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Ich für meinen Teil habe jetzt Urlaub. Nächste Woche geht's nach Leipzig. Freut euch darauf. Ihr werdet noch viele andere Videos auf meinem YouTube-Kanal sehen. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Euer Dedenny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye. Bye.